Sekunden sind gespielt zwischen den Schweden in den traditionellen gelben Trikots von rechts nach links im ersten Drittel agierend und der Tschechoslowakei. Auch dieses Spiel läuft hier vor ausverkauften Rängen. Die schwedische Mannschaft gleich mit dem Versuch, sich in der tschechoslowakischen Zone einzunisten. Eine Mannschaft, die ungeheuer viel Druck machen kann, die auf dem Papier besser wirkt als im vergangenen Jahr, wo sie immerhin Zweiter der Weltmeisterschaften von Moskau wurde. Aber die Tschechoslowaken, wie verwandelt, in diesem Jahr nicht so schwach wie zuletzt in Moskau, als man ja nur Fünfter wurde. Man möchte da anknüpfen, wo man 1977, genau vor 10 Jahren, hier in der Wiener Stadthalle aufgehört hat, nämlich mit dem Weltmeistertitel. Man hat also beste Erinnerungen an die österreichische Hauptstadt. Bergqvist und Södergren und Dominik Hašek, einer der besten Torhüter dieses Turniers überhaupt. Auch heute wird er ein Rückhalt der GSSR sein. In dieser Anfangsphase die offensivere Mannschaft, die sofort auf ein Tor drängt. Und da ist wieder die Möglichkeit gegeben für Gustafsson. Die GSSR im Glück wirkt ein bisschen lethargisch in den ersten 2 Minuten. Orjava und Schajka, sie stemmen sich dagegen die Angriffe der Schweden. Aber auf der anderen Seite Möglichkeit für Liba, Igor Liba in der Warnen und dann Tor. Das 1:0 durch Rosol. Rosol zum 1:0 mitten in die Drangperiode der Schweden hinein erzielt Peter Rosol nach 2 Minuten und 11 Sekunden das 1:0. Was für ein Auftakt. Schauen wir uns das nochmal an. Rosol überwindet Lilje Börm, der den Vorzug vor Peter Lindmark erhalten hat. Das erste Tor in der Endrunde von den mehr als 9000 Zuschauern heiß ersehnt. Andersen. Ja, so kann es gehen, wenn man zu weit aufrückt, wenn man zu viel Feuer in das Spiel bringt, wenn man zu offensiv wird, dann läuft man in so einen Konter hinein, wie es gerade den Schweden passiert ist. Viel Stimmung hier in der Halle und ich nehme an, das frühe Tor, das müsste dieser Partie gut tun. Das, was man vorhin vermisst hat, das Salz in der Suppe, die Würze beim Eishockey, das scheint es hier nun doch etwas häufiger zu geben. 1:0 für die GSSR und die Schweden haben ein Überzahlspiel, eine Strafe von Kučera nicht ausnutzen können. Sie wirken ungeheuer dynamisch, die Trekronas, aber da ist in dieser Anfangsphase zu viel Übereifer dabei. Wieder Rosol, der Torschütze. Orjava, der eine Verteidigungsreihe mit Schajka bildet. GSSR wird sicherlich versuchen, nach dem frühen Tor aus der Defensive heraus zu operieren. Und schauen Sie da wieder das Loch in der Abwehr und das 2:0 durch Libor Dolana. Ja, das ist ja nicht zu fassen. 2:0, 5 Minuten und 36 Sekunden sind erst gespielt. Und der Mann aus Iglau, der Weltmeisterschaftsneuling, erzielt schon sein 6. Tor. Er gehört damit zu den überragenden Torschützen dieser Weltmeisterschaft. Und wie er das gemacht hat, wie er Lilje Börm aussteigen ließ, das war klasse. Schauen Sie, das muss man mehrfach gesehen haben. Thank you.
Schweden waren bisher ein bisschen falsch gewickelt in diesem Match. Sie liegen mit 0:2 zurück gegen die Tschechoslowakei. Und es hat Strafzeiten hüben und drüben gegeben. Eldebrink für die Schweden und Schäber, der Matchwinner aus der Tschechoslowakei von der Weltmeisterschaft hier. Und dann fällt das Anschlusstor. Das Anschlusstor für die Schweden, die sich ungeheuer schwer getan haben durch Hakan Lob. Und nun ist die Frage, wird dieses Tor auch gegeben? Ich glaube nein. Nein, es wird nicht gegeben. Es war vorher abgepfiffen. Die rote Lampe, sie leuchtet zwar auf vom Torrichter. Zunächst ja ein Lattenschuss der Schweden, knallig gegen die Stange hinter Dominik Hašek. Und dann im Nachschuss war die Scheibe drin. Aber es ist abgepfiffen worden und es gibt immer noch Diskussionen zwischen dem Schiedsrichter Banfield und den Linienrichtern. Aber es ist auf jeden Fall kein Tor. Es bleibt beim 2:0 für die GSSR, sehr zum Unwillen der vielen schwedischen Schlachtenbombler. Noch 45 Sekunden, 4 gegen 4. Lob, der eben schon glaubte, sich in die Torschützenliste eintragen zu können. Und schauen Sie mal, wie schnell die Tschechoslowaken sind. Hašek aus Bratislava, den kann man ja nur mit dem Lasso einfangen bei so einem Sport. Ist ja unglaublich. Aber er hatte es auf dem Schläger, hier für mehr als eine Vorentscheidung zu sorgen. Gustafsson, der Center auf der anderen Seite. Und Tor, dann ist es endlich passiert. Das 2:1 und ich muss sagen, durchaus verdient für die Schweden, die hier in den letzten Minuten viel für das Spiel getan haben. Hakan Lob, der eben gerade Pech hatte, dass sein Tor nicht anerkannt wurde. Nun doch hier als Torschütze Hakan Lob von den Calgary Flames nachgekommen zu dieser Weltmeisterschaft, erzielt seinen zweiten Treffer. Also Lob für Lob und Hašek geschlagen. Zum zweiten Mal in diesem Match hat Jiří Schäber seinen Stock ein bisschen zu hoch genommen, ist auf die Strafbank für 2 Minuten von Schiedsrichter Banfield verbannt worden. In einem Match voller Rasse und Klasse in den ersten 16,5 Minuten. Man spürt, dass beide Mannschaften vom Modus dieser Weltmeisterschaften profitieren, dass es jetzt quasi noch einmal von vorn anfängt. Die Stimulanz für beide Teams riesengroß. Und die Schweden mit dem verzweifelten Versuch, im ersten Drittel noch zum Ausgleich zu kommen. Aber immer wieder erfolgreiche Befreiung bei der Tschechoslowakei, die erstaunlich körperbetont spielt. Das ist was ganz Neues bei den Tschechen und Slowaken. Früher waren das alles nur Feintechniker. Heute können sie auch ihren Körper benutzen, können kämpfen. Das ist GSSR-Jahrgang 1987. Gut machen sie es im Überzahlspiel, warten, bis sich eine richtige Schusschance bietet. Rundqvist. Und schön aussteigen lassen. Karlsson, immer noch Karlsson. Eldebrink. Tor liegt förmlich in der Luft. Aber es will nicht fallen. Der andere Karlsson. Oh, da vergeht dem Hašek, aber hören und sehen bei diesen Attacken der Schweden. Mein lieber Mann, was für ein Druck. Sie sehen es, liebe Zuschauer, lange Zeit ist nicht mehr im ersten Drittel zu spielen und die Tschechoslowaken spielen in Überzahl, weil Rundqvist auf der Strafbank sind. Rundqvist von Färjestad, der mithalf, die Silbermedaille in Moskau zu gewinnen. Also eine erneute kitzlige Situation für die Männer aus Skandinavien.
Pašek. Schäber vor dem Tor. Tschechen können sich Zeit lassen. Strafe noch 40 Sekunden. Pašek. Pašek, der Center in der Außenposition. Tor! Und erzielt das 3:1. Au, 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 was ist mit Orke Liljebjørn los, der heute den Vorzug bekommen hat vor Peter Lindmark. Bei allen drei Toren sah er nicht gut aus. Schauen Sie sich das mal an. Das darf nie und nimmer ein Tor werden, auch wenn da Liljebjørn ein bisschen die Sicht versperrt war durch den eigenen Verteidiger, durch Anders Eldebring. Also Überzahl ausgenutzt bei 5-4. 3:1 und das könnte schon für die GSSR die halbe Miete sein. Nur noch 14 Sekunden in diesem ersten Drittel. Da wird man bei den Betreuern der Schweden ganz schön Arbeit haben, um die Mannschaft aufzurichten, die voller Elan aus den Kabinen kam und dann dreimal klassisch ausgekontert wurde. 3:1 für die GSSR. Beginn des zweiten Spieldrittels zwischen den Schweden, jetzt von links nach rechts, und der Tschechoslowakei. Und wieder versuchen die Schweden sofort in den ersten Sekunden zu einem Tor zu kommen. Und tatsächlich, da ist es. Der Hakanlob, der ist aber heute ein Glückskind an diesem Tag. Erst das nicht anerkannte Tor, da glaubte man noch, er habe Pech, aber dann die beiden Treffer, die Schweden wieder heranbringen. Eine kalte Dusche nach nur 12 Sekunden des zweiten Drittels für die GSSR und wieder ein Fangfehler bei Hašek. Noch einmal der Treffer des Mannes aus Calgary. Bengt Orke Gustafsson, Spieler mit der Nummer 16 beim Bulli, umworben vom Bundesliga-Aufsteiger BSC Preußen, aber hat ein sehr gutes Angebot von den Washington Capitals, wo er schon einmal war. Die Schweden versuchen die Tschechoslowaken jetzt fast zu erdrücken. Das haben wir auch im ersten Drittel gehabt, die Situation. Aber diesmal ja erfolgreicher durch das frühe Tor von Hakanlob. Und nun Gustafsson. Und da müsste es doch eigentlich klappen. Zwei, dreimal nachgeschossen. Oh, das hätte der Ausgleich sein müssen. Und wieder war es die Reihe mit Gustafsson, Sandström und Lob, die da fast zum Erfolg gekommen wäre. Das müssen wir noch mal sehen. Auch Hašek, ein Unsicherheitsfaktor heute bei der GSSR. Sicherlich nicht leicht, das alles zu halten, was Sie hier sehen. Aber da hat er nun wirklich Glück gehabt. Dominik Hašek bei der Tschechoslowakei durfte im Kasten bleiben. Auf der anderen Seite aber hat es einen Torwartwechsel gegeben. Peter Lindmark steht jetzt im Tor für Orke Liljebjørn. Folgerichtig, denn Sie haben es selbst gesehen, er sah bei allen drei Treffern schlecht aus. Sollen wir mal sehen, ob das noch einmal den Schweden den nötigen Rückhalt gibt, um hier das Blatt zu wenden. Sundström. Wieder lauert er vor dem Tor. Recht stark Michael Andersen bei seiner ersten Weltmeisterschaft. Da ist er wieder und Hašek in Nöten. Und im letzten Moment kommt angespritzt Igor Lieber, der Außenstürmer, quasi als letzter Mann. Und dann kann Hašek endlich einmal sicher abfangen. Oh, das sind aber jetzt aufregende Szenen vor dem Tor der Tschechoslowakei, die so sicher schien über lange Strecken und jetzt Mühe hat mit dem Sturmwirbel der Schweden.
3:2 der Spielstand für die Tschechoslowakei. Aber die Souveränität ist raus aus dem Spiel des Ex-Weltmeisters. Lieber. Fehlpässe häufen sich. Die Nervosität nimmt zu. Und damit die Möglichkeiten der Schweden. Rusitschka, einer, der ein Spiel allein entscheiden kann. Lieber. Und 2-1. Die Tschechen hetzen hinterher. Und Riesenchance für Mikael Andersen. Vielleicht hätte er passen sollen. Vielleicht hätte wenn und aber. Auf jeden Fall kein Tor für Schweden. Es bleibt beim 3:2. Noch 50 Sekunden in diesem zweiten Drittel, in dem es nicht die ganz große Linie, insbesondere bei der CSSR, gegeben hat. Aber das war zu erwarten nach dem furiosen Auftakt. Die Schweden haben ein gewisses Übergewicht bekommen. Die Tschechoslowakei moralisch noch intakt, kämpferisch stark, wankt, aber sie fällt nicht. Hakan Lob, er könnte zum Helden der Trekroners am heutigen Abend werden, wenn er nochmal trifft. Die letzten 7 Sekunden sind im zweiten Drittel angebrochen, ist alles hektischer geworden und dafür hat auch der Mann mit den roten Armbinden gesorgt, nämlich Charles Benfield aus Kanada, und Lasse Van Hanen ist nicht gerade ein Puck-Einwurf-Künstler beim Bulli. Das erregt natürlich hier die Gemüter. Ein Mitteldrittel ist zu Ende, in dem die Schweden ein deutliches Übergewicht gewannen. Die Tschechoslowakei moralisch noch intakt. Sie wankt, noch ist sie nicht gefallen. Im Schlussabschnitt wird man noch einmal die ganze Kraft der Schweden hier in der Wiener Stadthalle spüren können. Zehneinhalb Minuten sind im Schlussabschnitt gespielt, ohne dass etwas Nennenswertes geschehen wäre. Jetzt allerdings noch 25 Sekunden Strafe für den Außenstürmer der Schweden, für Eklund. Und in Unterzahl kommen die Schweden und machen fast den Ausgleich. Er lag vorher schon einige Male in der Luft, aber Hašek immer stärker, genauso wie auf der anderen Seite Lindmark. Das Tempo des Spiels ist wieder größer und schneller geworden. Die Schweden, sie sehen es, auch mit 4 Mann riskieren alles und stürmen. Schweden wieder komplett. Sundström und Hašek. So wie jetzt, also 3:2. Das war auch das Endergebnis in der ersten Partie hier in Wien. Und auch da war es ein großes Match in der Schlussphase mit viel, viel Dramatik und Spannung. Die Tschechoslowakei auf totale Defensive jetzt eingestellt. Eine Taktik, die den Männern um Jan Starzy eigentlich nicht so sehr liegt. Aber bisher ist es gut gegangen. Scherban. Jetzt wird sich zeigen, ob die Neulinge schon kühlen Kopf bewahren beim 6-fachen Weltmeister. Zum Beispiel Kadlec, der hat an der Scheibe. Noch 6 Minuten und 20 Sekunden. Rosol. Einer der wenigen Entlastungsangriffe. Sofort weggecheckt auf ganz faire Weise. Endlich läuft das Spiel mal wieder etwas länger durch. Andersen. Fauna. Man will ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand und übersieht dabei den freistehenden Nebenmann. Das war mal ein schöner Pass. Oh, da hat es wieder mächtig gescheppert.
so, als sei der Schuss an die Stange gegangen. Und Hašek, der guckte ganz bezippert, aber die rote Lampe leuchtet nicht auf. Noch einmal diese Szene. Wo ist sie, die kleine Hartgummischeibe? Oh, da liegt sie offensichtlich vor der Linie. Schauen Sie mal. Welch ein Glück für die Cheerleader. Schauen Sie, wie die Tschechen sich dazwischen werfen. Das ist eben der Unterschied zum vergangenen Jahr. Und Pauna. Wieder hat Hašek ein bisschen die Übersicht verloren. Riesenmöglichkeit und diesmal ist Hašek schnell da, als Rundquist einschießen wollte. Aber wie konnte denn der so frei vors Tor laufen? Ja, unglaublich. Strafe ist angezeigt. Nun müssten es die Schweden eigentlich packen, denn Schajka sitzt auf der Strafbank. Und das Tor der Schweden ist leer. Lindmark hat man auch noch herausgenommen. Also 6:4 lautet das Überzahlverhältnis. Und die Tschechoslowaken, sie werfen sich dazwischen, versuchen den Ausgleich zu verhindern. Und die Scheibe ist raus. Ein Aufstöhnen geht durch die Reihen der Fans, die hier aus Schweden angereist sind. Noch 50 Sekunden und Tor! Da ist der Ausgleich, das 3:3, da ist es. Und wer anders als Hakan Lov, ich sagte es, er kann zum Triumphator am heutigen Abend werden. Und er ist es geworden. Hakan Lov, der Star des Abends, der Mann von Calgary Flames. Und nun wird man sich freuen bei den Schweden, dass man gerade auf ihn gesetzt hat, dass die Calgary Flames aus dem Stanley Cup ausgeschieden sind. Denn sonst wäre er ja überhaupt nicht hier nach Europa gekommen. Dreimal hat er zugeschlagen und hier sehen Sie es nochmal, wie er Hašek überwindet und den Jubel der Schweden. Ja, wenn man daran denkt, dass die schwedische Mannschaft hier eigentlich von der 21. Minute an dominierte, dass sie von da an ständig bemüht war, den Ausgleich zu schießen und dass die Tschechoslowaken sich nur noch versteckten, nur noch hinten drin standen, mit defensivem, destruktivem Spiel auch die Schweden am Erfolg hindern wollten, dann muss man sagen, ist dieses 3:3 durchaus verdient. Es sieht also ganz so aus, als sollte auch die zweite Partie am heutigen Tag unentschieden ausgehen. Das ist natürlich dann, wenn es so bleibt und keiner zweifelt mehr daran, Glück für die UdSSR. Denn nun geht wieder alles von vorn los. Die letzten 2 Sekunden. Das Spiel ist aus. Die Schweden überglücklich. Die Tschechoslowakei 50 Sekunden vor Schluss doch noch erwischt. 3:3 zwischen der GSSR und Schweden nach einem klasse Match über